das steht bei Twitter, was ich mache. Gleich vorneweg, wenn ihr Fragen zwischendurch habt, fragt auf jeden Fall rein. Wer ja später noch kommt, sage ich, das kommt später. Und sonst versuche ich das einfach gleich zu beantworten, weil dann geht es nicht unter und ihr vergesst die Frage nicht. Und genau. Ich mache was mit Medien. Das sieht zum Beispiel ein bisschen so gut. Das sah letzte Woche zum Beispiel so aus. Ich studiere Medientechnik in Hamburg. Das ist so ein bisschen Ingenieur, ein bisschen Medien. Wir machen Film, Musik, Theater, Oper. Ich weiß gar nicht, was das ist. Genau. Und ich glaube, es gibt eigentlich, haben wir festgestellt, nichts, was wir nicht machen. Zum Beispiel bei uns im Lehrplan steht auch fest drin, dass jedes Semester muss einen 10-minütigen Kurzfilm produzieren. Kommt bei uns jetzt auch der nächste Woche. Wir machen, genau, wir machen Film und wir machen so Ton am Film und wir machen irgendwie so lustige Drehs in Küchen von WG. Kommen die Ton. Wir machen Filmfeste bei uns und das auch bald irgendwie schon öfter. Und wir machen auch so Musik-Klassik-Aufnahmen, das ist jetzt die Leistung in Hamburg. Macht ganz viel Spaß. Warum ich hier bin? Ich habe Audiotechnik 101 genannt. Audio ist generell erstmal irgendwie alles, was irgendwie so was mit hört. Also zum Beispiel den Lärm da draußen, genauso wie die Straßenbahn, genauso wie die Gespräche. Und da kommt halt erstmal drauf an, okay, wie kriege ich eigentlich jetzt diesen Ton, den ich zwar hier höre, aber den will ich ja auch nachher irgendwie, wenn ich filme, in die Kamera reinbekommen. Das ist halt so ein Prozess, da kann man viel einfach richtig machen, zum Beispiel vielleicht mit der Kamera. Da kann man auch ganz, ganz, ganz viel falsch machen. Und dafür bin ich heute jetzt einfach mal hier und wenn ihr was mitnehmt, ist das super. Drei Punkte. Generell gilt immer, egal was ihr für Mikrofon habt, außen oder auch hinter, aber ihr sollt immer so nah wie möglich an der Schallquelle dran sein. Weil ihr habt einfach weniger für diesen Raumklang. Also zum Beispiel, wenn ich hier ist das schon gar nicht so schlecht, aber ihr hört es dann auch so Nachklang. Je weiter ich weg bin, desto geringer wird das Signal, aber desto mehr von dem Raum nehmt ihr auch mit, was ihr eigentlich nicht haben wollt. Zweiter Punkt, übersteuert Signal ist nicht so recht. Wenn ihr nicht sicher seid, ob das Signal übersteuert ist oder nicht, weil es irgendwie komisch klingt, nehmt das nochmal auf. Es gibt so ein paar Ausnahmen, es gibt so ein paar nette Software-Werkzeuge, die das ein bisschen retten können, aber generell gilt, lasst euch nach oben so genug Platz, lasst das nicht oben rot klippen oder so, die kleine rote LED, egal in welchem Programm, sollte nicht leuchten. Gibt es sehr wenige Ausnahmen. Der wichtigste Punkt ist, es gibt nicht ohne Grund so wunderschöne Kopfhörer wie diesen hier, weil ihr wollt ja genau das aufnehmen, was ihr hört. Wenn ihr bei der Aufnahme gleich reinhört, was ihr aufnehmt, dann könnt ihr eigentlich die ersten zwei Punkte hört ihr gleich schon, selbst die Kopfhörer, wenn das irgendwie zu weit weg ist, wenn das irgendwie komisch verzerrt ist. Hört jemand hier der VW aus Wesel? Genau. Also hört einfach rein, wenn es euch das, je nachdem wie es aufnehmt, geht, das geht auch manchmal nicht. Nutzt die Möglichkeit, lohnt sich und ihr ärgert euch nachher deutlich weniger, wenn ihr irgendwie, so wie ich vor zwei Wochen auf dem Messestand rumrennt, knapp eine Stunde Interviews aufnehmt und nachher merkt, oh, irgendwie habe ich jetzt da plötzlich irgendeinen israelischen Fernsehsender bei mir auf dem Funkempfänger drauf, weil wir irgendwie die Frequenzen nicht gematcht hatten vorher. Kann passieren, ist doof, deshalb. Okay, ihr wollt irgendwie reingehen, klar. Mikrofone gibt es wie gesagt an der Hand. Das einfachste ist zum Beispiel hier, ein Smartphone hat auch ein Mikrofon. Vergessen viele, leider. Würde manche Sachen deutlich einfacher oder deutlich besser vor allem machen, ohne großen Aufwand. Aber es gibt eine riesige Palette an Mikrofonen. Das ist mal so, wenn ihr so schon mal irgendwann gesucht habt, ich will ein Mikrofon brauchen, solche Begriffe schon vielleicht auch nur bei Weg gebraucht. Das kann sehr, sehr gut sein, sollte es wahrscheinlich auch. Wer kann damit was anfangen? Wer kennt zumindest einen Begriff? Weiß, was das bedeutet? Okay. Genau. Man kann jetzt so ein bisschen ordnen und so weiter. Bei uns machen, also unsere Studenten machen das, glaube ich, in
über zwei Semester, jede Woche 3 Stunden, nennt sich Tontechnik und ATP 1, also Audiotechnikproduktion 1. Und da macht man sowas ohne Ende. Also ich kann euch das jetzt nicht so schnell erzählen, aber es gibt so ein paar Sachen, die man ordnen kann. Interessant sind vor allem so das oben links, das wie es funktioniert. Das oben rechts ist das, warum es vielleicht manchmal besser klingt als anderes. Weil es plötzlich weniger Geräusche von außen herum aufnimmt. Unten rechts habt ihr die Bauform, also ob ihr zum Beispiel sowas habt wie da drin oder ob ihr sowas habt wie in so einem kleinen Rekorder oder ob ihr irgendwie sowas habt wie das hier für Interviews. Das ist quasi so die Bauart, hat auch mit zu tun. Unten links habt ihr so verschiedene technische Bauformen. Frage aller Fragen, kam auch in Berlin. Muss ich jetzt unbedingt ein wunderschönes Mikrofon kaufen, was irgendwie bei einem Fachhändler meiner Wahl, meines Vertrauens für irgendwie 1000 Euro ist? Also bringt mir das was? Hat das, klingt das gleich super? Kann ich beruhigen? Nein, bringt euch nichts. Ihr könnt es gerne kaufen. Aber wenn ihr nicht wisst, wie ihr zum Beispiel mit sowas umgeht, dann könnt ihr dafür auch 2000 Euro, 3000 Euro ausgeben. Und es wird immer nicht so klingen, wie ihr gedenken könnt. Also, versteht tue ich den jetzt zwar, aber gut klingt das nicht. Deshalb, man hat da so ein paar. Was nächstes? Okay, Mikrofone. Also die Kamera hat ja mal eingebaut. Zum also das ist zum Beispiel bei meiner Nikon ist das da, das ist nicht schlecht. Aber man muss halt irgendwie so ein bisschen drauf achten, das heißt, redet meine Nikon, ich sehe nicht, ob da zu tun ist. Also Nikon sagt, hey, das ist eine Fotokamera und die hat eine Videofunktion. Da habt ihr so ein Handbuch, was da drin steht, wissen wir, den Rest ist uns egal, weil es ist ja eine Fotokamera. Also nicht so super, deshalb. Gebt man dann auch irgendwas, was auch vielleicht die Töne anzeigt, was vielleicht auch Kopfhörerausgang hat. Alles leider eine Geldfrage. Und man kann jetzt mit relativ einfachen Mitteln sagen, okay, das klingt da zwar schon nicht schlecht in der Kamera direkt eingebaut, vielleicht will ich aber irgendwas haben, was vielleicht nicht unbedingt das Auto in der Straße aufnimmt, was jetzt hinter mir am Fenster vorbeifährt. Das heißt, man kann zum Beispiel sowas nehmen, das ist so ein Aufsteckmikro eines Herstellers. Was alles kaufen. Hat unten so eine 9-Volt-Block-Batterie drin, schließt der an, funktioniert in den meisten Fällen einfach ohne Probleme. Hat hier oben eine Bauform, die wir auch in dem teuren finden. Ja, gleiche Bauform. Und zwar nennt das sich das Interferenzkurve. Ihr habt quasi jetzt euren letztendlichen Empfänger und der Schall, der hier vorne reingeht, wird kommt quasi in der Geradlinie nach hinten durch und alles, was leicht an Schall reinkommt, wird in diesem Interferenzrohr quasi löscht sich selbst aus durch so Reflexionen und sowas. Funktioniert super, ist auch das mit dem zum Beispiel der PDF hier umbringt. Ja! Ich hab's auch nicht abgemacht. Kann sein, dass es einen Unterschied macht. Vermutlich mal zu dem Wind. Ich habe es nicht angefasst, funktioniert. Also das ist Richtwort, also das, was man überall sieht. Also Fernsehen, hier WDR rennt damit rum, Film ganz viel, weil du natürlich nicht irgendwie so, weil du nicht beim Film sowas im Bild haben willst. Und weil du auch irgendwie nicht so Anstecker irgendwie sichtbar haben willst, weil du nicht so Nackenbügel im Film sehen willst. Deshalb nimmt man da immer sowas, weil man immer schön auf die Ferne arbeiten kann. Wie das eigentlich auch immer. Und dazwischen gibt es alle Staffelungen. Also wie gesagt, das ist jetzt von Neumann, das läuft auf jeden Fall super schön, funktioniert ganz toll, kostet aber leider irgendwie 1200 Euro. Das hier, wie gesagt, gleiche Bauform, kostet nur 120, wird nicht in Deutschland gefertigt, klingt aber auch passabel. Und dazwischen gibt es alle Abstufungen. Deshalb 1000 Euro, mehr, wenn man mit Preis mit geht. Zum Mikrofon kommen wir gleich noch später, ich zeige euch ein bisschen was. Der andere Punkt ist jetzt, okay, Töne speichern. Wie gesagt, Kamera hat
Frage ist jetzt, was hat man sowieso schon dabei? Ich habe eben schon von einem Smartphone gesprochen. So erstaunlich es klingt, jedes iPhone hat eine Voice-Memo-Funktion. Viele Leute benutzen die nicht. Oder nur sehr selten, oder wissen ja eigentlich, dass das sowas hat. Auf Android ähnlich. Wenn ihr zum Beispiel ein Interview oder ein Interview filmt oder euch selbst ein Produkt vorstellen filmt und man sieht von euch zum Beispiel nur genau diesen Bildausschnitt, könnt ihr euch einfach ein Smartphone in die Handtasche stecken, Voice-Recorder anmachen, reinstecken, Mikrofon nach oben. Ist tausendmal besser als das Mikrofon, in der Kamera, die 2 Meter von euch wegsteht. Sieht man nachher in der Post irgendwie aufeinander, dauert nicht so lange und klingt einfach deutlich besser. Sonst im Einsatz, wie gesagt, genau, Kamera, könnt ihr was anschließen, die meisten haben einen Anschluss, so ein Richtrohr, so ein alles mögliche andere. Welches wirklich? Eigentlich ist das immer nur mehr Arbeitsaufwand, wenn ich mir Ton außenrum herbaue. Weil ich muss das ja immer wieder irgendwie nachher zusammenbringen. Wenn ich ganz schnell was produzieren will, ist das auf jeden Fall praktischer, wenn ich den Ton direkt mit in der Kamera aufnehme, weil ich das nachher nicht nochmal irgendwie zusammenlegen muss. Gibt verschiedene Variationen für und also zum Beispiel, ja, ja. Ich habe noch eine Frage für diese getrennte Variante. Ich sehe jetzt immer auch häufiger, dass in YouTube-Videos, wenn die Leute Menschen da richtig Aufnahmegeräte mit ihren Interviewpartnern haben. Ja. Hast du damit Erfahrung? Oder? Ja, zum Beispiel kann man da sowas nehmen wie das hier. Das ist so ein kleiner Pocket-Recorder. Kann man machen. Machen wir auch manchmal, ist halt nicht so schön. Ne? Also so rein ästhetisch, rein technisch ist das super. Also du hast halt auch einfach Mikrofone vorne dran und hältst das hin. Im Bild, genau. Also im Bild und du hast irgendwie das und also Display und dann, wenn das irgendwie ganz hoch ist und du bist draußen unterwegs, dann brauchst du vielleicht noch, brauchst du noch so einen Puschel, genau, den habe ich hier in der Hand. Bin ich hier? Ich mache gleich wieder auf. Ist weg, egal. Ist egal, zeige ich euch nachher. Das ist übrigens ja die Variante groß, so viel. Das Licht. Dann habt ihr halt noch unter Umständen sowas im Bild. Ne? Es ist halt die Frage, ob man das möchte. Technisch auch einfach rein. Du hast das jetzt gerade mit dem Smartphone gesagt, ja. Dann mit dem Voice Recorder. Ja. Ist da ein großer Unterschied hinter von dem, was dabei rauskommt? Meinst du jetzt im Vergleich zu dem Smartphone? Wenn ich entweder Smartphone oder so ein Voice Recorder zum Beispiel mit einem hier Mikrofon auch feststecken habe, ist da ein großer Unterschied bei den Ergebnissen? Nee, also. Das Smartphone gibt es ja auch alle möglichen Varianten. Zum Beispiel Sascha hat eben auch gesagt, es gibt so ein Mikrofon, die steckst du direkt in Micro-USB rein. Es gibt sowas, was du den Headset-Stecker quasi von deinem Smartphone reintust, steckst das vorne dran. Das nimmt sich nicht groß was. Also wir sind ganz begeistert von so einem Tascam-Aufstecker fürs iPhone. Der kommt hinten in den Ladestecker rein. Bietet dann auch so 2 Mikrofone, die in der Bauform so sind wie bei Birne und funktioniert mit allen iOS-Apps zusammen als Mikrofon, hat einen deutlich besseren Klang als das Telefon alleine, kostete 19 Euro und bietet eine sehr dankbare Durchladefunktion. Du kannst also, obwohl du das Ding da hinten drin stecken hast, dabei geht ein Ladestecker trotzdem über Micro-USB parallel dein iPhone auch an den Strom, was auch ein Thema ist, wenn man lange dreht. Also 19 Euro war ich ganz ja, also genau, das kostet so viel, glaube ich, knapp. Das ist halt wirklich einfach, die Handtasche ist die Low-Budget-Lösung. Also wenn du nur denkst, der Kameraton klingt scheiße, dann steckst du was rein, dann klingt auf jeden Fall schon mal besser. Und dann halt kannst du dich so graduell immer weiter hocharbeiten, bis du irgendwann sagst, okay, jetzt will ich nur den Ton mal separat haben. Aber auf so einem Ding kannst du ja viel besser sehen, was momentan Sache ist, ne, als Tonmann. Weil weißt du, ob es da vielleicht eine App oder sowas gibt, die vielleicht das Dash kann? Du meinst so mit Pegelanzeige und solche genau. Geschichten. Ist mir noch bisher kein guter Umfang gekommen. Also das. Aber da kann man auch, der kostet glaube ich 110 Euro.
das ist der LS5. Also muss man halt wissen, ob man auch anders wert ist oder ob man gleich irgendwie lieber auf sowas geht, womit man halt ein bisschen flexibler unterwegs ist. Genau, Pegelanzeigen. Ups. So, wie gesagt, wir arbeiten, wenn wir bei uns Film von machen, mit so einem Richtrohr. Wir schlagen uns nicht mit irgendwelchen Aufsteckmikros bei Raum. Das funktioniert einfach, wir wissen, dass das funktioniert, das bleibt einfach super Ton. Am liebsten mit so einer Tonangel dabei. Und dann kommt man damit auch irgendwie ordentlich weit, abseits von irgendwelchen Lichtern oder Publikum oder Schauspielerdecken oder also da kann man gut irgendwie mitarbeiten, dann stehe ich auch nicht da hinten irgendwie in der dritten Reihe. Und das wäre auch immer noch ein Ton, dann würde ich sagen, das ist einwandfrei und genauso wird es sonst auch finden. Ja, wenn jetzt eine halbe Stunde redet, dann schon mal noch mal. Nee, das ist reine Übung. Also ich, ne, so, so kann ich irgendwie auch eine halbe Stunde hinstellen, das ist noch besser. Versteht man? Sag mal, schön, ja. Wo kommt denn die Sony die Kamera? Jo, ganz genau. Das ist jetzt so ein Ding. Entweder macht ihr das so ganz klassisch und nehmt so ein Kabel. Ja. Damit kommt ihr dann irgendwie entweder auf Kamera oder sonst was. Zum Beispiel auf so einen externen Rekorder. Das verwendet ihr zum Beispiel beim Filmton. Frisst 6 Spuren, das heißt, ich habe 6-mal Mikrofon. Einfach aufnehmen, reinstecken, Kopfhörer dran und könnt dann auch irgendwie drei solche Angeln arbeiten. Sinnvoll ist das meistens nicht, aber nimmt bis zu 6 Spuren auf, nimmt normale Kamera-Akkus, speichert auf SD-Karte. Das ist eigentlich das Optimum im Filmbereich. Ich sage jetzt ausdrücklich Film, weil man muss natürlich, hat jetzt wieder nachher 2 Files. Man hat das auf der Kamera und man hat das hier drauf. Und man muss sie wieder irgendwie aneinander bringen. Deshalb ist immer so die Frage, ich will auch eigentlich überhaupt keine Kabel haben. Deshalb ist oft der Weg, der auch inzwischen, na gut, das heißt günstig, aber früher war es deutlich teurer, mit so kleinen Funksendestrecken. Das ist jetzt das günstigste Modell von Sennheiser. Erspart einem jegliche Kabel, man steckt ein Mikrofon hier an, man steckt das andere auf die Kamera drauf, funktioniert. Genauso, ich stecke das an das Klavier an, nehme den anderen auf den Rekorder, mische das irgendwie zusammen mit meiner Angel, also habe einen Angelton nebenbei her und habe dann eine zweite Funkstrecke, mit der ich dann zum Beispiel von dem Rekorder auf die Kamera gehe. Zeit mal mittlerweile. Gute Frage, ich glaube, die liegen bei knapp 500. Ja. Trotzdem Praxistipp an dieser Stelle, wenn ihr die habt, die Funkstrecken, nehmt einfach trotzdem noch ein 10-Meter XLR-Kabel. Vor allem in gewissen Situationen auch, freut man sich, wenn man ein gutes altes Kabel hat. Deshalb. Ja, genau. Genau. Der hebräische Fernsehsender. Das ist auch ein bisschen also das ist auch so ein Unsicherheitsfaktor, das ist eher wirklich so unter der Prämisse zu sehen, ich störe die Kabel, also ich würde jetzt, ich würde immer Kabel zur Kamera vorziehen, außer ich bin jetzt so broadcast-mäßig unterwegs, wie zum Beispiel hier jetzt die Jungs vom WDR, die machen genau das gleiche, also die haben auch von seiner Tontasche aus, die dann zum Beispiel so aussehen kann, auch ein Funksender zur Kamera und in der Kamera oben ist ein kleiner Empfänger drin und der frisst dann genau die Signale. Das ist dann einfach praktisch, weil du nicht irgendwie mit Kabel hin und her und so weiter. Ja. Genau. Also der Punkt ist quasi, dass wir einen kleinen Zwischenschritt machen. Du gibst hier irgendwie 6 Mikrofone, kannst du dir anstecken
Und dann hast du aber am Ende wirklich nur einen Ausgang. Du mischst quasi hier, dass du deine einzelnen Kanäle drauf liegen. Und sagst dann, okay, was für die Kopfhörer, die kriegen das jetzt in Ordnung. Und dann gibst du quasi nur dein Endsignal weiter an deine Kamera. Das heißt also, die Kombination zwischen Also das ist jetzt wie gesagt so das Größte, was man irgendwie, nicht das Größte, aber mit das Größte, was du irgendwie jetzt mit dir hochstellen würdest. Es gibt ja auch eine Abschaffung nach unten. Also es gibt zum Beispiel so kleine Mischer, die du unter die Kamera mit die da gehen dann irgendwie zwei Kanäle rein, noch so einen Kopfhörerausgang. Also die, ich glaube, die generelle Frage ist ja, wer jetzt braucht man den Mischpropper? Und dann hallo, das ist die Antwort auf deine Frage. Du brauchst diesen Mischpropper nicht. Das ist ein Missverständnis. Du kannst direkt von der Kamera genau. einen Finger pumpen und den über die Kamera. Wenn du quasi mehrere Mikrofone auf einmal, wenn du sagst, mir reicht der Anstecker, alles gut, direkt in die Kamera rein. Auch alles super. Das ist halt der Punkt, wenn du mehrere Sachen parallel aufnehmen möchtest. Oder wenn du sagst, okay, ich werde nicht das aber wert, dass ich einen separaten Tonmann habe und der dann halt ohne Kabel flexibel ist und flexibel unterwegs zu platzen geht von der Kamera. Das ist so der Punkt. Und sonst, wie gesagt, genau, es gibt halt einen Zoom-H4N, der ist ganz populär, der kann es auch. Zwei Mikrofone anschließen. Läuft wunderbar. Es gibt sowas in Größe, es gibt von Tascam irgendwie Unterbaugeräte. Das ist alles so speziell gefragt, wo man denkt, okay, was brauche ich jetzt wirklich? Und, na, das ist alles so ein bisschen. Genau. Also, das kommt halt wirklich auf euren Einzelfall an. Da kann man jetzt generell keine Empfehlung geben. Man kann jetzt sagen, man stellt sich ein Set zusammen für 200 Euro, man stellt sich ein Set zusammen für 600 Euro, man stellt sich ein Set zusammen für 8000 Euro. Und dann kann ich halt quasi sagen, okay, was packe ich da rein, was brauche ich vor allem mit Personal irgendwie. Weil so eine Lösung kannst du dann nicht mehr alleine bedienen, wenn du auch noch Kamera nebenbei hast. Das ist halt so Einzelfall. Andere Fragen? Habe ich das zu schnell erzählt? Ich glaube schon. Ja. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Interview machen möchte, gibt es da irgendwie für ein Mikro eine Empfehlung, also ein Handmikrofon? Brauche ich da jetzt irgendeins für ein Video von Rode? Kann ich da auch ein SN58 nehmen, was ich rausprobieren kann? An sich? natürlich, ich würde sagen. SN58 ist. Ist für sowas brauchbar, hat aber gewisse Schwächen. Das ist jetzt zum Beispiel die Beildynamik als M58. Hat den Vorteil, ich höre nichts, wenn ich an den Griff reibe, höre ich nichts irgendwie nachher im Ton. Das ist bei dem S58 nämlich anders. An sich kann es auch S58 nicht. Das ist mehr braucht halt viel. Irgendwas, was dein Mikrofonsignal verstärken kann. Du kannst jetzt damit nicht direkt in die Kamera rein. Aber zum Beispiel so. Also das funktioniert auch mit dem S58. Das ist egal. Das ist ein sogenanntes dynamisches Mikrofon, das braucht keine Speisespannung. Zufälligerweise ist sogar genauso ein Kabel auch in der Handtasche drin, weil wir das auch häufiger verwenden in der Kombination. Und dann funktioniert das einfach so, du kannst das auch nehmen. Also nach Dynamik. Ja, Reportagemikrofon heißt das wirklich. Da gibt es verschiedene von Sennheiser und von Beyer Dynamic und von Rode, wobei ich das Rode nicht so gerne mag. Das ist ja auch mein persönliches Reportagemikrofon. Gibt es denn da Testberichte? Irgendwie so? Muss ja mal getestet werden. Testberichte im Audiobereich sind immer sehr, sehr subjektiv. Also du kannst halt sowas durchmessen, wie irgendwie Frequenz, also Frequency Responses, also
Fans antworten, wie linear irgendwie dein Mikrofon ist oder was da für ein Pegel am Ende rauskommt, rein technisch, aber das andere ist dann wirklich sehr, sehr subjektiv. Es gibt so ein paar, man nennt sich Industrie-Standards nennen, also was zum Beispiel im Broadcast-Bereich verwendet wird, was im Event-Bereich verwendet wird, für bestimmte Anforderungen. Und an sowas orientiert man sich meistens und das ist zuerst 58, das ist ewig auf dem Markt. Das Funktion 1A, das wird immer noch gebaut. Da gibt es noch keine technische Revolution irgendwie dran, weil das funktioniert einfach so, wie es ist. Ganz viel basiert einfach auf persönlicher Empfehlung und auf dem, was andere halt verwenden, also abschauen und ausprobieren. Also das ist, wir haben das bei uns ursprünglich gekauft, gerade für so Konzertgeschichten. Der Pegel geht relativ schnell weg, wenn du also so, aber irgendwie, das kommt aber auch an der Mikrofone an. Also hier hörst du einfach mehr vom Umfeld dazu. Bei einem Mikrofon, die sind dann trotzdem halt gerichteter und dann kannst du auch weiter weg, also zum Beispiel ein Richtrohr, kein Problem. Das kann irgendwie 2 Meter irgendwie. Geht auch noch in Ordnung. Ja. Boah, dann kriegt das jetzt aus meinem Kopf. Was das jetzt für mich gut ist, wie nah ich dann dran muss, um den besten Sound zu haben. Klar, ich sag mal so ein bisschen mit hier muss man hier und hier aus. Aber auch da gibt es ja Unterschiede, je nachdem. Das eine hat halt direkt da, das heißt man direkt am Mund, das ja. Andere 10 cm entfernt von der Kette. Ganz oft, also manche Mikrofone haben zum Beispiel so einen Nahbesprechungseffekt. Das heißt, wenn du nah rangehst, zwischen dem S58, dann hat das plötzlich deutlich mehr Bassanteile als gewöhnlich. Hängt mit einer technischen Bauart zusammen und selbst. Bei den meisten steht es dabei oder probiert es aus. Also zum Beispiel, das ist immer so ein Anwendungsfall. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Studio bin und am PC bin und Sprache aufnehme, würde ich zum Beispiel immer so einen ganz großen Mikrofon nehmen. Habe ich jetzt keins dabei. Sieht zum Beispiel so aus. Zeige ich euch gleich. Und dann nimmst du halt, das würdest du im Live-Bereich nicht verwenden, weil du zu viel in deinem Rundherum aufnimmst, weil das zu groß ist, weil das, wenn das runterfällt, dann gleich kaputt ist. Aber im Studio-Bereich ist das super, weil das einfach die Stimme super betont, weil das genau, du hörst alle Details. Deshalb hat man zum Beispiel im Live-Bereich eher so kleine Mikrofone. Also zum Beispiel 50, das hat halt kleiner von der Bauart. Oder hier ein Richtrohr oder sowas für Konzerte. Also das ist immer so, man kann schlecht verallgemeinern. Muss man immer auf die Klangfarbe der Stimme achten? Ich meine, dass er eine Frau eine höhere Stimme hat. Also es gibt, genau, das ist ein Unterschied. Es gibt bestimmte Mikrofone, die haben sich einfach im Nachhinein dafür erwiesen, dass sie besonders gut sind für weibliche Stimmen, besonders für Sopransängerinnen, besonders für tiefe basslastige Stimmen, besonders für Erzählerstimmen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, da sollte man am besten den Tonmeister des Vertrauens fragen. Was bist du jetzt? Was bin ich jetzt? Das ist auch wieder so budgetfragenmäßig und sowas. Also man kann für so ein großes Bandmikrofon locker 2000 Euro ausgeben. Muss man nicht. Es gibt auch günstigere Alternativen, zum Glück. Kann ich mir hinten nachschauen? Ich müsste eine Runde noch nachschauen, aber kann ich auf jeden Fall das zeigen. Also, ich habe jetzt das rote Headcam drauf. Für mich halt wichtig, wie kriege ich das mit den Settings am besten hin? Übers Mischpult, ja. Wie stehe ich die Höhen tief und mit der richtigen Grenze rein? Eine Stimme ist überzeugend. Also generell gilt, wenn du ein Mikrofon anschließt, solltest du erstmal alle Settings am Mischpult auf 0 stellen. Also ich sage komplett auf 0, das gilt genauso, wenn man es irgendwie softwaremäßig aufnimmt. Und dann ist das halt irgendwie ganz viel Erfahrung und Lernen. Das hört sich ein bisschen an, weil ich jetzt hier vorne stehe, wie alles erzählt, das sage ich, ne? Aber. Was man bei Stimmen generell macht, ist ein sogenannter Low-Cut. Das heißt, man schneidet alle Frequenzen, die unterhalten, ab nicht ganz weg. Da ist im menschlichen Stimmbereich ist da gar nichts. Nichts Relevantes.
Entweder hat er bestimmt so einen Schalter mit Low-Cut. Oder hat es nicht. Wenn es nicht hat, würde ich das auch nicht so im Tiefen rauszutreten, weil das dann irgendwo bei der normalen Stimme das abschneidet. Generell gilt, wenn man Stimmen aufnimmt, man sollte relativ nah irgendwie davor sein, zum Beispiel so. Empfiehlt sich auf jeden Fall einen Kopfschutz, also so einen Kopffilter davor zu tun. Das hilft auf jeden Fall so gegen diese H, P, K und so weiter Laute. Und dann ist das wirklich 10 cm Abstand einsprechen. Wenn das gut klingt, ist das super. Dann hat man auch nicht Mikrofon gekauft. Es gibt ein paar andere Geschichten, zum Beispiel kann man Frequenzen zwischen, ist es wie von der menschlichen Stimme abhängig, zwischen 2 und 3,2 kHz ein bisschen anheben. Das ist sogar eine Präsenzanhebung, da ist noch bestimmte Anteile drin, die für die Verständlichkeit der Sprache wichtig sind. Es gibt Bereiche bei 240 Hz, noch, also roundabout, bei der männlichen Stimme, wo so die, das Volle rauskommt. Man kann nur das ein bisschen auch anzugeben. Das gibt so, muss halt mal probieren, rein mal probieren. Kann man nicht schlecht halt, dass jede Stimme anlegt. Überlegt, vielleicht sucht ihr noch mal nichts raus. Okay. Sachen, die ich vergessen habe, Sachen, die ihr schon mal wissen wolltet. Sachen, die ihr schon mal ausprobieren wolltet. Der will mal alle importieren. Ja? Ja. Ich will noch mal hinzeigen. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Wir haben auch noch so eine Ausführung 7 Meter. Lass uns mal machen. So, generell gilt, bitte schön, das Gewicht. Jetzt bin ich gar nicht so schön. Generell versuchst du, dass du dein Gewicht beim Angeln immer möglichst gut im Boden ableitest. Ja. Das heißt, entweder, wenn du nicht nach dem Fischer stehen musst, nimmst du beide Hände und am besten einfach so locker rein. Genau. Und dann gerne die Hand zurücknehmen. Und dann, wenn du beide Arme gerade nach oben drückst. Genau. Ja, genau. Genau, Beine und Füße und Schulterbreite ist super. Und wenn du deinen vorderen Arm festhältst, kannst du mit deinem hinteren relativ gut justieren, wo du mit deinem Mikrofon hingehst. Ob du weiter nach unten gehst, ob du weiter nach oben gehst. Und dann kannst du auch sie links-rechts drehen. Also ne, je nachdem, wenn er sich ein bisschen so bewegt oder sich so bewegt. Und man versucht, wenn man mit dem rechten Arm arbeitet, versucht man immer zwischen Mund und Mitte der Brust irgendwie so zu treffen. Nicht zu hoch, weil dann klingt es nasal. Wenn du zu tief gehst, dann kommen da so, also dann hast du einfach kein Pegel mehr. Also man sucht immer irgendwie so genau Oberkante, Hemdtasche zu treffen. Und auch. Ja, haben wir schon mal probiert, da beschwert sich meistens das Kamera-Department, wenn sie es merken. Ne? Und das wäre jetzt zum Beispiel so, was man versucht natürlich dann immer, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie von Stefan sowieso nur so einen Bildausschnitt, dann musst du nicht da oben sein. Ne? Dann kannst du auch, genau, und dann eben dementsprechend von Jahren auch unternehmen. Und an sich. Man kann auch von unten rankommen tatsächlich. Ja, das ist die Broadcast-Variante. Klingt nicht so super, weil du dann oft mehr Nasal mit reinbekommst. Und für den Zofer vom Atem. Ja, du musst auf den Nasenströmen aufpassen. Genau. Aber das ist auch die Variante im Himmel sein. Du bist. Der Grund, warum du von oben kommst, ist relativ simpel eigentlich. Du hältst auch mal raus. Weil du nämlich bei dem Richtrohr eine Empfindlichkeit hast, die besonders hier ausgeprägt ist, aber durch die Bauform auch hier oben. Und an den Seiten relativ wenig. Wenn du von unten kommst, bekommst du durch diese Empfindlichkeit von hinten auch immer noch Friktion vom Boden mit. Und das ist. Man muss halt immer reinhören. Das ist für schnelle Sachen voll in Ordnung, weil du einfach damit Kraft sparst, klar.
beim Film ist es halt doof, weil dann hörst du Dolly, dann hörst du Fußgetrappel, dann hörst du irgendwas. Und wenn der Raum hoch genug ist wie hier, dann ist es gar kein Problem, irgendwie von oben zu kommen. Es wird dann kritisch, wenn du irgendwie in Räumen bist, die so knapp 2 Meter haben, weil dann auch so Reflexionen wie Decken dran ziehen. Gibt es da nicht auch Schutzkappen sonst was für, dass man nur eine Seite hört? Ja, würde ich nicht verwenden. Also dann würde ich lieber noch das Mikrofon irgendwie zurückhalten. Also es gibt zum Beispiel so Big Screens heißen die, wo du dann halt ein Sprechermikrofon reinstellst, dann hast du so Schaumstoff außen dann rum. Das funktioniert ganz gut, weil du dann keine Reflexion von deiner Stimme gegen die Wand gegenüber bekommst. Bei solchen Geschichten. Richtig. Mach nur Gewichte oben dran. Also das geht noch, wenn du jetzt so ein 7-Meter-Teil hast, wo ich dann da hinten jetzt irgendwie hinbekomme, dann zählt da oben jedes Gramm. Dann überlegt man auch tatsächlich, ob man hier vorne eigentlich diesen Kopfschutz braucht oder nicht. Ja, also das ist wirklich gut. Gerade hinstellen, den vorderen einen nicht bewegen und dann kann man den. Man muss übrigens, also das ist jetzt hier auch so eine Luxuslösung. Man kann zum Beispiel auch, was wir auch schon in Nordrhein gemacht haben, sowas an Besenstiel, Maler, also den Ausdruckstand zum Streichen einfach dran tapen. 1A. Also ob ich jetzt hier bin oder ob ich hier bin, macht man schon einen Unterschied. Funktioniert ganz genauso. Ja. Ich hätte eine andere Frage noch. Also weißt du denn, wie man so professionell Audioaufnahmen dann noch verbessern kann? Wenn du hier vorne Scheiße bekommst, kannst du das hinten nicht so doll machen. Ich kann, aber die Softwarehersteller sagen ja immer sowas, alle Hintergründe wollen. Achso, ja, also es gibt an sich so 3 Punkte, wo man ansetzen kann. Zum einen haben eigentlich alle Hersteller größerer Audioprogramme eine Rauschunterdrückungsfunktion mit drin, womit du einfach so wiederkehrende Geräusche rausnimmst. Zum Beispiel ein Summen vom Beamer. Zum Beispiel, Lüftung, ganz klassisch. Was du damit nicht wegbekommst, sind einmalige Geräusche, also die Straße meines raus. Kaum geht wieder weg, kriegst du ja nicht raus. Das kann man machen, das funktioniert ganz gut, klingt noch gar nicht so schlecht. Der zweite Punkt ist Equalizer, wo du einfach sagst, okay, da habe ich jetzt irgendwie so ein komisches Brummen, was ich wegwirke und bei der Straßenbahn von irgendeiner bestimmten Frequenz runterziehen, funktioniert. Genauso Stimmanhebung, wie Sie eben gesagt haben, irgendwie in einem bestimmten Bereich, hängt viel mit Erfahrung zusammen, da kann man nicht so wirklich Präsenzanhebung, was ich eben gesagt habe, ist ein gutes Stichwort. Nee, das kommt auf das Mikrofon und auf die Stimme an. Also generell ist das ein Bereich, wo die Sprachverständlichkeit der Stimme sitzt. Und wo läuft es? Ja, das kommt auf die Person an. Also zum Beispiel, wenn wir Anstecker haben, die haben wir so einen vordefinierten Equalizer drin. Und der hat einen Low-Cut und genau den Präsenzanhebung. Weil wenn du ihn hier hinkommst, ist das genau der Bereich, den du brauchst, wo du Stimme ordentlich stehen kannst. Ganz kurz, der dritte Punkt ist quasi dein Mikrofonpegel an sich. Du kannst, es gibt also die Dynamik beschreiben, also der Begriff Dynamik beschreibt den Umfang deiner Stimme vom niedrigsten zum höchsten. Quasi den Schallpegel, den du bekommst. Du kannst jetzt halt die leisen Parts raufziehen, die lauten Parts ein bisschen runterziehen. Dadurch hast du auch eine Verbesserung, wenn du zum Beispiel längere Sachen erzählst. Wenn du Schwankungen drin hast, dann kann das szenisch sehr gut passen. Du musst es aber nicht. Wenn du das angleichst, hast du auf jeden Fall einen besseren, also deine Hörer, das strengt die Ohren nicht so an, kann ich gut sagen. Zum Beispiel kann man mit einem Kompressor arbeiten, das ist auch ein Effektmodul im großen Audioprogramm. Und das regelt dir die lauten Teile einfach runter auf die Mitte des Wettbewerbs. Ja. Ich finde es spannend. Der Begriff Ball, weil ich nicht wissen, warum das jetzt da ist. Ich habe das mal spannend.
für alle verfügbar. Ja, ich glaube, es ist schon der beste. Wir haben sowas schon mal gemacht. Das ist das Material von da, das habe ich leider nicht dabei, weil es die Tonne gestemmt hat. Da haben wir genau das gemacht. Das ist von der Kuppe produziert in Hamburg. Da haben wir genau das gemacht und alles von 0 Euro bis verglichen. Ich würde gerne morgen nochmal auf den Weg bringen, noch ein bisschen Geld von. Das hat ich gar nicht gehofft, weil du musst die ganze Chance haben. Ach so, ja. Das war ein Anfang. Ja. Und dann auch ein Spezialprogramm und so weiter. Und ich dann noch ein bisschen. Und muss ich dann da einen umschlagen.